18 Mord im Altrosa-Devil ist die Stimmung bei Svenedy oben im Bergsanatorium alles andere als bestens. Diese hässliche Knolle, der die fleißige Hilfskrankenschwester ihre neueste Patientin zu verdanken hat, ist nämlich öfters an ihrem Arbeitsplatz anzutreffen. Die junge Ruba hatte gedacht, mit der Einlieferung der schlafenden Kranken wäre das erledigt, doch weit gefehlt. Margot Rottweil schikaniert die arme Svenedy so gut es eben geht. Das ist nur für sie. Bis zu diesem seltsamen Ereignis war sie bei allen sehr beliebt. Jetzt hat sich die eine oder andere Kollegin jedoch von ihr abgewendet. Zum Glück kann man auf solche Figuren getrost verzichten. Trotzdem nervt es irgendwie, und Svenedy die Schlaue geht der grässlichen Margot deshalb so gut es geht aus dem Weg. Wenn diese Umstände auch bedrückend sind, und es ihr obendrein klar ist, dass man sich am besten raushält, so ist sie doch neugierig, wie es ihrer neuen Patientin Nafat Kaipan beigeht. Leider ist es schwierig, an sie heranzukommen. Zumindest allein. Meist ist ein Doktor dabei, und in Zimmer U12 Nafat Kaipan beibekommt anscheinend Infusionen unbekannter Art. Als Hilfskrankenschwester darf sie dann allerhöchstens die Flaschen wechseln. Manchmal ist auch die hässliche Margot Rottweil anwesend. Keine Gelegenheit lässt diese aus, die arme Svenedy zu striezen, vor Doktor Jedwed Lippendroh lächerlich zu machen. Heute ist Svenedy zur Nachtschicht eingeteilt. Die Hilfsschwester mag den nächtlichen Rundgang. Normalerweise ist auch immer alles ruhig. Am Tage geht es hektischer zu. Ohne ins Detail gehen zu wollen, dort verursacht das Patientengeschäft erheblich mehr Anstrengung. Mit einem Knopf im Ohr tänzelt die junge Ruba durch die Flure. Elektronisches Bliebblub säuselt leise in den Gang. Die Kontrollleuchten der Zimmer sind auf grün. Noch schnell das Untergeschoss kontrollieren, und dann erstmal eine wohlverdiente Pause. Ihr Komsut. Das ist recht ungewöhnlich. Ein Arzt bei ihrer Hauptpatientin Kaipan bei. Um diese Uhrzeit? Die Hilfskrankenschwester beschleunigt ihre Schritte. Ho, was los da ist, denkt sich Svenedy beim Betreten der Katakomben unter dem Alanis. Es brennt tatsächlich Licht im Flur, obwohl hier unten nur zwei Patientinnen untergebracht sind. Nafat Kaipan bei, und diese ominöse Rose Sopor. Eine sehr verschlossene junge Frau mit gallrasiertem Schädel. Noch nie hat Svenedy diese seltsame Insassin auch nur ein Wort reden hören. Eigentlich hat sie bisher noch nie irgendetwas mit der zu tun gehabt. Sie weiß lediglich, dass sie hier unten haust. Tatsächlich. Zwei Lampen brennen vor Nafats Tür. Dies ist untrügerisch ein Zeichen dafür, dass sich eine weitere Person drin befindet. Aber der automatische Wärmescanner schaltet bei jedem beliebigen Besucher das Orangelicht draußen an. Ist es wirklich ein Arzt? Leider sind die Türen massiv und undurchsichtig. Svenedy ist neugierig. Ihr kaum authentifiziert, Nafat ist zudem ihre primäre Patientin, also fasst sie einen Entschluss und betritt den Raum. Was sie dort erwartet, verschlägt ihr jedoch die Sprache. Von wegen Onkel Doktor. Der Besucher ist niemand anderer als Margot Rottweil. In der einen Hand hält sie eine Flasche, in der anderen einen weißen Knoll. Margot fährt herum. Als sie Svenedy erkennt, brüllt sie raus: Hier, blödes Schwein. Sonst prügel ich dich durchs Haus. Hau bloß ab, oder ich sorg dafür, dass du entlassen wirst. Svenedy zuckt zusammen, kuscht und zieht quasi im Reflex die Tür hinter sich zu. Draußen flüchtet sie mit einem gewaltigen Satz um die Ecke ins Treppenhaus. Aber dort verharrt sie. Die Tür U12A öffnet sich. Margot checkt, ob die Luft rein ist. Augenscheinlich ist sie es. Die junge Rottweil ist sich siegesgewiss. Doch Svenedy ist alles andere als verschwunden oder eingeschüchtert. Sie schleicht zurück und quetscht sich vor die Tür. Dort beginnt sie zu lauschen. Drin knurrt Margot hasserfüllt vor sich hin. Leise dringen folgende Worte in das empfindliche Ohr der Hilfskrankenschwester: Viel zu lasch, dieser Herr Doktor. Diesmal hat mir Elif genug mitgegeben. Ich mach dich platt, Patch Abon. Jetzt und hier.